Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bard's Tale 2. Wir sind hier in Oskens Fortress Level 2 und stehen hier in Oskens Mirror Room, was irgendwie ein bisschen nach Labyrinth klingt. Und hier doch gleich mal durch. Fred the Dog, guten Tag. Was kannst du denn so? Gar nichts. Wir können auch nicht viel mehr, aber wir kriegen dich tot. Na, noch irgendwelche Sorcerer Staff. Brauchen wir eigentlich nicht. Gucke ich nochmal nach, sicherheitshalber, was der macht, aber ich glaube, das hatten wir am letzten Mal schon. Der zaubert. Fragezeichen. Da ist die Liste nicht besonders hilfreich. Dann können wir es ja dem Kringelbrother geben. So, dann machen wir mal. Wo wollen wir denn hin? Nee, hier sind wir falsch. Ach, ich liebe Mirror Mazes. Müssen wir durch diesen Mirror Room. Durch diese Mirror Rooms überhaupt durch. Glaub. Ach, nicht schon wieder. Kamraderie. So, ist jetzt gut. Nein, ich will nicht fortsetzen. Ich will. Umgehen wir einfach mal den Mirror Room. Ja. Nee. Hier sind wir hergekommen. Nee. Ach, hätten wir da nicht eigentlich sterben müssen? Da war doch eine Tripwire Trap. Aber naja, wahrscheinlich haben wir sie ausgelöst und damit ist sie weg. Ich will eigentlich. Was? Das ist aber auch ein Nerv. Wieso passiert hier das denn ständig? Ich meine, wir können ja auch einfach dann mal den Kollegen Kringelbrother rausschmeißen. Dann müssen wir ja nicht ständig mit diesem. Nö. So, dann. Oh, Moment. Erstmal gucken wir noch. Ja, Sorcerer Staff. Geht dann weg. So, jetzt schmeißen wir den Kollegen mal raus und da hat sich das erledigt. So, also. Hier lang. Okay. Darkness und Anti-Magic. Aber wir müssten da eigentlich schon wieder raus sein. Und jetzt, ja, jetzt sind wir östlich des Mirror Rooms, wo wir eigentlich hinwollen, ne? Ja. Okay, ja. Hier ist nämlich unser erster Hinweis. On the wall is etched this message. Only four men can solve the snare buff. Ach, hier war das. Okay, ja, das ist ernst zu nehmen. Das heißt, wir müssen nochmal raus. Wir müssen nämlich, wir dürfen hier nur mit vier Leuten rein. Die anderen müssen leider draußen bleiben. Der Hintergrund ist, dass. Kann ich schon mal sagen, das weiß ich nämlich noch, dass wir in der Snare, die in dieser Fortress ist, drei Leute hinzubekommen. Und für die muss halt Platz sein. Und deswegen ist das halt auch kein Spaß hier, dass wir nur mit vier Leuten hier rein dürfen. Na Gott, das war also hier, okay. Na gut, hilft ja nichts. Können wir uns hier raus teleportieren? Gucken wir mal. Minus 1 und minus 14. Ja, können wir. Gut, dann das geht ja zumindest schon mal schnell. So, dann müssen wir jetzt die Adventurers Guild finden. Die war, glaube ich, hier irgendwo. Yep. So, jetzt müssen wir Leute rausschmeißen. Fantastisch. Wen nehmen wir denn mal mit? Also Fafrit kann schon mal raus. Ich meine, der bringt ja eh nichts.
Ja, das Problem ist, wir müssen einerseits jetzt ja in der Lage sein, weil wir noch kämpfen wollen. Ich meine, wir könnten einfach erst die sozusagen drei Kämpfer mitnehmen und einen Magier. Aber selbst dann würde der Magier kämpfen müssen, also in Nahkampfgedöns sein. Gefährdung sozusagen. Also ob wir nur einen Magier oder zwei. Ja, dann schmeißen wir Wärtner raus. Aber nicht bevor er die eventuell lebensrettende Lampe noch voll von Grace gegeben hat. Remove Wärtner. So, jetzt sind wir vier. Haben wir natürlich ein kleines Platzproblem. Können natürlich. Das ist guter Rat teuer. Enter the City. Gut, dann verkaufen wir jetzt noch den Schildring. Also, das sind ja nur noch vier, so. Dann können wir den uns dann, wenn wir fertig sind, bei Garth wieder abholen. Dann haben wir noch ein Plätzchen mehr. Ab zu Garth. So, Fall from Grace, Cell, Shieldring. Vielleicht. Du schlägst ja eh kritisch, dann können wir die Drums of Death eigentlich auch verkaufen. Obwohl, dann könntest du zumindest noch Musik machen. Ja, behalten wir mal. Item of K brauchen wir auch. Das können wir also auch nicht verkaufen. Verkaufen wir noch den F-Klo. Ne, lassen wir erstmal. Mal hoffen, dass das passt. Zur Not muss ich noch irgendwas wegschmeißen, dann kurzfristig. Weil den Master Key brauchen wir ja, sonst kommen wir ja hier nicht rein. Das ist, na gut, okay, also dann nochmal das Ganze. Was? Nein. Ach so, ja. Es ist ja zu schnell. Es ist Muscle Memory. Man tippt immer die gleichen Tastenkombinationen, aber wenn es nicht mehr sieben Leute sind, funktioniert das halt nicht. So. Ja, Tripwire wissen wir schon, wir machen. So, dann müssen wir leider rein, also hoch teleportieren können wir uns leider nicht. Wir müssen hier also sozusagen von Hand durch oder zu Fuß. TRZP, Mensch, Pöks, mach dich doch nicht so. So, eine noch. Vier, nicht fünf. So. So, something special, danke. Erste Teleporter. Kennen wir schon alles. Dann gehen wir jetzt in den zweiten Teleporter. Kennen wir auch schon alles. Dann gehen wir jetzt in den dritten Teleporter. Das kennen wir auch schon alles. So, Autsch. Autsch. Dritter Teleporter. So, jetzt sind wir wieder in dem nächsten Darkness-Bereich und jetzt gehen wir. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ganz nach oben. Ganz zur Seite. Einen nach unten. Durch den Spinner durch, der uns nicht mehr interessiert. Ignorieren Vampire. Hier nach unten. Autsch. Hier müsste das Magic Mouth sein, genau. Dass die, weil sonst erscheint die blöde Treppe ja nicht. Wir müssen ja das Rätsel nochmal lösen. Was wir aber auch schon kennen. Es ist ein bisschen
Nervig, ja, danke, würdest du. So, dann gehen wir hier raus. Bock, das könnte man noch mal ein bisschen. Nee, wir haben. Nee, wir wollen nicht grinden, wir wollen zur Snare. So. Teleportiert sind wir, dann können wir jetzt. Nein. Nein. So. Toy Dragons, nein. Das ist alles. Ich will da hier nur durch, Mensch. So. Und? Nein, Cast 4. Ja, wir sind wieder da, wo wir. Ja, Tripwire. So. Hurra, 10 Minuten wurden von unserem Lebenszeitkonto abgebucht, ohne dass wir wirklich weitergekommen sind. Aber wir können ja jetzt vom Prinzip mal versuchen, wo wollen wir denn hin? Ins nächste Level. Das ist ein bisschen kompliziert in diesem Dungeon. Oh, du bist jedes Mal hier. Okay. Ich frage mich ja, wie der Oscon sich hier durchbegibt. Ich meine, jedes Mal da die Teleporter, das Rätsel lösen, nur wenn man mal Dark Mages. Ein Larry! Hallo, ach, so sieht Larry aus. Also falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie Larry aussieht, jetzt wissen wir es. Larry, ja. Also auch für Oscon muss das ja unglaublich unpraktisch sein. Wieso ist Sosi noch an? Alle andere Magie ist aus. Spiel. Whatever. So. So, Cast. Perks, richtige Taste. So. Das wird die größte Schwierigkeit in diesem Video sein. Jetzt sind wir durch den Anti-Magic-Dunkelheitsbereich durch, der seltsamerweise Sosi angelassen hat. Wizard Wall, Rockblocks und ein Dark Mage, ja. Das ist alles sehr schön. Wir sind aber leider nicht vollständig, deswegen müssen wir das Kämpfen ja nicht unbedingt machen, wenn wir es vermeiden können. Die Frage, wie wir hier. Ja. Soweit gut. Wo sind wir jetzt? So, ich glaube, hier will ich eigentlich hin. Ja, Magic Mouth, guten Tag. The six you need in directional order. Ich denke, es sind vier. Nochmal. Also, the six you need in directional order is spoken of, but you must bond them into a single word. Also, das werden Hinweise sein, okay. Also wahrscheinlich Buchstaben. Wenn wir da ein Wort draus machen sollen. Naja, werden wir sehen. Also, six. In directional order. Moment. Directional order. Also in wie sie angeordnet sind. Welcher Richtung. Okay. Na gut, dazu müssen wir die ja erstmal finden. Die Hinweise. Dann brauchen wir die Karte, die wir haben, die man dann angefertigt haben muss, um zu gucken, wie sie angeordnet sind, um sie dann so anzuordnen, dass ein Wort draus wird. Okay. Ich meine, wenn da ein Wort raus wird, dann brauchen wir doch die Directional Order nicht. Haben wir das Wort da einfach draus machen können. Ach, schauen wir mal. Es ist spoken of, but you must bond them. Ja, single word, okay. Da weiß ich jetzt nämlich ehrlich gesagt nicht mehr, worin das Rätsel besteht, aber das werden wir ja sehen. Also, das haben wir erledigt. Dann können wir jetzt. Gucken wir noch hier mal lang. Greninjas, schönen guten Tag. Cloudsman, Wizard of War, noch ein Larry, noch ein Roadblock. Rockblock, nicht Roadblock. Was haben wir hier? An old man stands before you saying, give me the name of. Okay, gut, jetzt warum, jetzt weiß ich aber, warum da Directional Order. Wir müssen ihm einen Namen geben.
Und das muss ja kein Wort sein. Also das ist ja kein Wort im Sinne von, da kann ja dann irgendeine Reihenfolge der Buchstaben bei rumkommen. Das kann ja irgendein Spaßwort sein, sozusagen. Ah, na gut, okay. Das wäre sonst auch zu einfach geworden. Ah, ja, ist ja gut. So, willkommen in der Dunkelheit. Ja, wo war jetzt? Das ist eine gute Frage. Bunt them into the last one's name. Okay. Danke für den Hinweis. Arch. Ach, na klar. Ach, das ist ein Wizard of War. Guten Tag. Arch. Arch. Fallen im Anti-Magic-Bereich. Auch nicht nett, Spiel. Auch nicht nett, aber. Hier muss irgendwo, nein, hier muss irgendwo ein Raum sein, ein einzelner in diesem Riesen. Ah, hier. A magic mouth on the wall speaks to you, saying this. To leave and rise, then seek six lies. First the three west, then the three east, from north to south to be released. Okay, das scheint mir die Directional Order zu sein. Ja, ist gut, dass ich meine Hinweise durchnummeriert habe. Auf der Karte. Das wäre. Den Hinweis jetzt schon haben, sonst hätten wir das. Na gut, sonst hätte man danach dann einfach nochmal auf die Karte gucken müssen. Ja. Also, wir müssen Six Lies finden. First. Die drei im Westen und dann die drei im Osten. Und zwar jeweils. Von Norden nach Süden, von Norden nach Süden. Also mit anderen Worten, der erste Buchstabe ist der Hinweis Westen ganz oben, dann Westen in der Mitte, dann Westen ganz unten. Danach Osten ganz oben, Osten in der Mitte und Osten ganz unten. Okay, jetzt müssen wir nur noch die Hinweise finden. Kleinigkeit, Kleinigkeit. Aber das war ein wichtiger Hinweis, der sehr gut versteckt ist, selbstverständlich. Und wo sind wir denn jetzt? Na, nein. Birks, Mensch, 4, nicht 5. 10 North, 7 East. 10 North. Okay, und Heading East. Heading East. East ist sogar richtig. Dann gehen wir einfach mal. Nein. Autsch, das ist gut. Hier muss nämlich irgendwo auch noch ein Teleporter sein in diesem ganzen. In dieser ganzen wunderschönen antimagischen Dunkelheit. Da war er. Wir sind nicht mehr in der Dunkelheit. Wo sind wir jetzt? Gute Frage. Ich lern's nicht. Ich drücke immer 5. Es ist einfach so. Gut. Hätte vielleicht meine Spellpoints nochmal auffüllen sollen. Naja, okay. Gut, dann hier, das, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in einem Bereich, den könnte man mit etwas gutem Willen als westlich bezeichnen. Müssen wir nochmal überprüfen. 3 East, ja, das ist sehr wenig Ost, also ist eine ganze Menge West, also ist das westlich. Und 11 North, das ist ziemlich in der Mitte. Wo wir gerade sind, an der Grenze zum oberen Teil. Das heißt, das ist offensichtlich der Bereich West-Mitte und das würde unserer Regel zufolge der zweite Buchstabe sein.
den wir hier finden. Schauen wir mal. Ja, das ist ja, warum viele Worte machen. E ist also das zweite, wenn das stimmt, so wie ich mir das denke. Aber ich, ja, wir werden sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich den Namen vor mir habe, also wenn wir den vervollständigt haben, dann wird er mir auch wieder einfallen. Oder dann werde ich erkennen, dass es der richtige ist, bevor wir zu dem alten Mann gehen. Nee, hier, hier, nee, nein, ach, ich hasse Raum, ich hasse Gummeses. So, jetzt sind wir draußen, okay. So, dann müssen wir hier jetzt noch irgendwie raus. Gibt es hier noch irgendwo einen Teleporter? Hier nicht. Ach, und guck an, und den zeigt Sosi nicht an. Das ist ja auch nett. Obwohl, vielleicht ist das Sosi ja auch kaputt. Weil es ja eigentlich hätte ausgehen müssen. Vielleicht ist das ja nur ein Glitch, dass das Symbol noch da ist. Probieren wir mal aus. So. Und probieren wir auch noch aus, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir 2 North, 4 East. Jetzt sind wir im unteren westlichen Bereich, definitiv. Mal gleich mal gucken, wo hier, ob wir hier den Teleporter finden. Nee, doch. Okay, also Sosi war faktisch aus. Das war nur ein Glitch, dass das Augensymbol nicht verschwunden ist. Ja, alles klar. Okay, ich glaube, die sind alle gleich aufgebaut, diese Bereiche. Ach, weißt du was, dann probieren wir mal die Dark Mages. No Effect. Ja, okay. Mal gucken, was er so bei euch hat. Vielleicht ein Instrument. Das bringt natürlich gar nichts, weil das ist nicht identifiziert und deswegen kommt es auch weg. Spiel. Also unidentifizierte Gegenstände nehmen wir nicht an. Da könnte ja jeder kommen. So, das. Moment, das müsste der dritte Buchstabe sein. Ein R. Okay. Raus, raus, nein, runter, raus, so. Okay, ja, da würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter, suchen die restlichen Buchstaben zusammen und um dann ins nächste und ich hoffe letzte Level zu kommen, weil damit wir nicht die ganze Zeit hier nur mit 4 Hanseln rumlaufen, hoffe, dass Oscon Level 3 dann auch die Snare beinhaltet, aber das werden wir dann sehen. Ja, das war es erstmal für dieses Video. Hier haben wir Rockblock, Mensomons und Grey Dragons, vor denen wir weglaufen, ohne uns zu bewegen. Das können wir nämlich. Und deswegen kommen sie gleich nochmal in etwas andere. Haben ein paar andere Kollegen da zugenommen. Wir laufen wieder weg. Drücken jetzt mal Pause, damit das nicht nochmal passiert. Und ich mich anständig verabschieden kann. Also wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Bard's Tale 2. Also bis dahin. Tschüss.